Ciao zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich. Wir sind Quelle TV, wir sind im Studio zu Bern und ich freue mich sehr, dass ich heute ein Interview führen mit Christiane Hansmann. Sie ist unser Gast heute. Willkommen, Christiane. Schön, Dankeschön. Bist du hier. Freut uns sehr. Und du hast gesagt, dass du zum ersten Mal in Bern bist. Du bist gestern angereist mit einem Team, was... Wie findest du es? Was hast du erlebt seit gestern? Ja, wir sind gestern nochmal durch die Stadt gelaufen, haben uns Bern angeguckt und den Fluss. Und das ist echt total schön. Also ich war das zweite Mal jetzt in Bern und mir gefällt sehr, sehr gut hier. Ja. Es war zum zweiten Mal in Bern? Nein, in der Schweiz. In der Schweiz. Aha. Ja. Genau, du warst vorher in Basel. Wir waren in Basel, genau, ja. Vor anderthalb Wochen und jetzt wieder in Bern. Also ja, ja, genau, genau. Richtig schön. Schön. Ich habe es gesehen in deinem YouTube-Film, hast du das erzählt. Du hast Werbung gemacht für den Vortrag heute Abend, für das Seminar morgen. Wunderbar. Und ich habe mir gedacht, wir könnten mit den Büchern starten. Du hast drei Bücher. Eines erscheint jetzt dann im September. Und ich dachte mir, ich nehme gerade das zu oberst. Das ist das hier. Ich kann es schon mal zeigen. Ja. Magst du etwas sagen? Ja, das ist jetzt tatsächlich das neue Buch, was jetzt am 27. September erscheint. Man kann es jetzt schon vorbestellen, da würden wir uns riesig drüber freuen. Das ist das, das zweite gechannelte Buch von Salvador, dem Lichtwesen, der sich 2017 bei mir gezeigt hat und zwei Bücher jetzt gechannelt hat durch mich. Das ist, wie gesagt, das zweite. Wirklich unglaubliches Wissen, also Entstehung unserer Menschheitsgeschichte, was die fünfte Dimension eigentlich ist, wie unsere Welt hier aufgebaut ist, wie wir eingebunden sind als Gemeinschaft, worum es jetzt genau geht in dieser Zeit des Erwachens, ja, welche Prozesse für uns wichtig sind, Werkzeug, das wir nutzen können im Erwachen und. Also wirklich ein ganz großes Feld und ich freue mich riesig, dass es jetzt rauskommt. Ja, es war sehr viel Arbeit, die ganzen Zeichnungen mit zu erarbeiten. Das sind hinten im Buch auch hier. Bei dem zweiten Buch wie im ersten Buch sind über 60 Abbildungen, die ein Energienetz beschreiben, in dem wir eingebunden sind, die Energiefelder eröffnen, wo wir dann wieder unsere Materie erschaffen und. Ja, also du siehst, ich kann, wenn ich jetzt ein bisschen anfange, dann kann ich gleich die ganze Landkarte ausbreiten. Ja. Also genau, das ein bisschen angedeutet. Das ist das, ja, jetzt das zweite Buch, ja, was rauskommt. Das wäre dann Spoilern, oder? Ja, alles schon genau. Genau. Schön. Ja. Man kann es jetzt schon bestellen. Mhm. Ich glaube, wir verlinken es dann. Das wäre toll. Ja, gerne. Das wäre toll. Wenn du uns dann sagst, wo. Die Manifestation deines wahren Seins, es geht viel darum, das ist so eine wichtige Botschaft von dir, gell? Ja, es geht darum, also er beschreibt ja ganz viel die Energieanatomie, was unsere Seele eigentlich ist, was unser authentisches Sein ist und wie wir unser Potenzial in unser Leben bekommen, also wirklich in unseren Alltag. Ja, es geht um diese Verbindung 3D, also 3D ist sozusagen hier unser Raum, die Zeit, die Linie der Zeit. Und die 5D ist die Raum-in-Raum-Erfahrung. Also er geht jetzt immer wieder dahin und erklärt, dass das Herz ein Portal hat, ein energetisches Portal, wo wir uns mit der geistigen Welt verbinden. Und dadurch unsere authentischen Seelenenergien hierher kommen, in 3D-Raum, materiellen Raum, und wir diese Räume miteinander verweben. Ja, das ist diese Manifestation deines wahren Seins. Also jeder von uns hat ein Original in der geistigen Welt, was frei fließt, frei ist von Schmerzkörpern, Erfahrungen aus der Linie der Zeit, also Abtrennungserfahrung. Und durch das Einströmen dieser Energien, das Erwachen ist letztendlich, dass wir erkennen, wer wir wahrhaftig sind, also im vollkommenen, angebundenen Zustand. Und erkennen, dass wir unsere Energiefelder im materiellen Raum materialisieren. Also, dass wir Materie erschaffen durch unsere Felder. Die andere Perspektive war, wir reagieren auf die Materie in der Linie der Zeit. Ja, wir sind nur hier in diesem materiellen Raum und treffen Entscheidungen, Handlungen, das, was wir im Außen sehen.
Das heißt, wir sind im Automatismus, sind eingebunden in die Materie und kommen dadurch gar nicht in diese Schöpferkraft, in unser wahres Sein. Und das ist dieser Shift, den er jetzt immer wieder beschreibt, von 3D in 5D, von Identifikation aus der Linie der Zeit in diese Raum-in-Raum-Erfahrung. Mhm. Und die wirklich erfahrbar machen, wirklich erfahrbar. Ja, also was bedeutet denn 5D wirklich für uns? Mhm. Jetzt in unserem Alltagsbewusstsein, wo ist der Schlüssel? Mhm. Und da geht er sehr in die Tiefe und bindet das ganze Energienetz ein von uns individuell, in Massenbewusstsein, universell, auch andere Inkarnationen, andere Völker und. Also das ist sehr, sehr ausdehnend, vom wie er ausholt und beschreibt. Ja, kannst du es für dich schon erfassen, das 5D? Wir sprechen ja oft davon, wir hören viel davon. Kannst du es für dich wirklich fühlen oder erfassen? Ja. Das ist letztendlich der Moment, das war bei mir ja 2017, wo das erste Buch durchkam, ne, ohne Worte. Das war ein Moment, wo es wie so ein Wasserfall durch mich ist. Also es war wirklich wie so ein, ich konnte es nicht mehr bremsen. Es ist durchgekommen und ich habe da gesessen eine Woche und habe nur geschrieben, wo das zweite Kapitel vom ersten Buch ohne Worte entstanden ist. Und ich habe mitgelesen und versucht zu verstehen, was da geschrieben wird. Also schon währenddem du geschrieben hast. Während ich geschrieben habe, dachte ich, was ist das? Und ich schrieb halt immer weiter. Und ich habe wirklich vor 20, 25 Jahre selber Bewusstseinsarbeit schon lange gemacht. Ja. Ich kannte mich darin wirklich aus. Ne? Ja. Ich bin Reinkarnationstherapeutin, ich habe Aufstellungen gemacht. Also ich habe wirklich viel gemacht, auch Workshops für mich selber. Und als das durchkam, das war wie... Also ich hatte auch eine Identitätskrise, ne? Ich schreibe etwas, was ich überhaupt nicht weiß. Ja. Und es ist total komplex und hat einen roten Faden. Ne? Über 2 Jahre ging das bis zum Ende. Ein Wissen, was völlig neu ist. Ja. Wirklich neu ist. Und ab diesem Moment, das war ja deine Frage, wo das so dieser Wasserfall kam, wo das so durchkam. Ab diesem Moment hatte ich das Gefühl, dass mein Herzportal einfach so voll aufgegangen ist. Und seitdem ist dieser Zustand geblieben. Also es ist wirklich, seitdem habe ich das Gefühl, dass es da dauernd da ist. Ja. Hast du, muss ich mir das so vorstellen, du warst am Schreiben und hast dich vielleicht manchmal gefragt, was habe ich jetzt hier geschrieben? War es etwas? Also ich habe geschrieben und mitgelesen. Es ist, als wenn ich ein Buch gelesen hätte, was ich vorher noch nie gelesen habe. Aha. Und das Schreiben ging halt immer weiter. Ne? Das war wie in Wellen, über 2 Jahre auch immer wieder. Es kam war dann mal wieder ein Monat Pause und dann merkte ich so, das kommt wieder durch und dann ging es weiter. Das war so ein Prozess und in der Zeit auch mein ganzer Körper, mein Leben, es hat sich alles einmal umgekrempelt. Also es hat sich alles einmal verändert. Ne? So, dass ich hatte ja 2000 habe ich meine eigene Praxis aufgemacht. Also ich hatte 20 Jahre eine Praxis, die habe ich jetzt auch zugemacht. Dann hat sich privat viel geändert. Also es hat sich eigentlich alles geändert. Ich lege das jetzt beiseite. Wir freuen uns auf den September. Anfang September, oder? 27. Und nehme das andere. Das ist dieses, das du jetzt erzählt hast davon, über 2 Jahre. Das kam 2019 im ersten Verlag und jetzt im April kam es im Ansata Verlag jetzt nochmal neu raus. Ja, ohne Worte. Wissen aus der geistigen Welt. Auf dem Weg in deine Authentizität. Wie war es denn? War schon ein Gedanke, so, jetzt schreibe ich ein Buch oder gar nicht? Kam das gar nicht über Nacht? Ich wusste nicht mal, dass es ein Buch wird am Anfang. Das war es auch. Ne? Also, in meiner eigenen Bewusstseinsreise habe ich immer wieder auch spirituelle Lehrer gehabt, die haben gesagt: Du bist ein Medium, du bist ein Medium. So, ne? Da waren einige. Ich habe immer gedacht, das mag ja sein, ich möchte es eigentlich nicht sein und ich weiß auch nicht, wie es geht. Also, ne, und das war für mich so, lasse ich halt so stehen, wenn die das meinen, ist okay, aber ich weiß nicht, wie das zu leben ist. Und und dann 2017 war immer wieder so ein Satz: Verreise alleine, nimm Stift und Zettel mit, meditiere. Das kam immer wieder. Das habe ich dann im Februar 2017 dann gemacht. Ich dachte, gut, dann mache ich das halt jetzt. Ja. Ne? Ja, und dann ging es sofort beim ersten Mal. Ich habe mich hingesetzt, Augen zu, und dann ging es los. Ja. Und dann ging es los. Und das war
auch nie klar, dass das jetzt ein Buch wird oder wo es hingeht, die Reise. Es war dann ein halbes Jahr später, hat sich Salvador als Salvador vorgestellt, wer er ist. Dann hat er mir auch immer wieder erklärt, was mit diesem Wissen passieren wird, wie meine Reise weitergehen wird, was alles kommen wird. Ich mir schon Bilder gezeigt. Mhm. Da habe ich gedacht, mein Ego flippt jetzt aus. Ne? Also das. So, wie muss ich mir das vorstellen, wenn das Ego ausflippt? Naja, das Ego sagt so, was hast du jetzt, Höhenflüge? Und was ist denn mit dir jetzt passiert, ja, genau, dass du solche Bilder hast? Ne? Also das Ego negiert ja dann gerne so, ne? Ja. Was sich genau da zeigt. Ja, und es ist letztendlich Schritt für Schritt materialisiert sich das, was er schon gesagt hat. Ne? Und hat mir dann auch Rückblicke nochmal geschenkt. Also ich hatte in meiner Geburt eine Nahtoderfahrung und da war unser Login. Also er nennt das immer Login. Also das Login ist das Login in die Räume, also in die Erfahrungsräume. Und da war zwischen ihm, er sagt, er ist kein Individuum, die Lichtwesen sagen nicht ich. Das ist immer wir. Die sind immer im All-Eins-Sein, im Wir. Ne? Das ist immer eine Gemeinschaft. Die sind nicht im Abtrennungs-Ich, ne? Sondern im Wir. Also er redet von wir. Da war diese Begegnung zwischen uns, wo unsere Räume praktisch in die Verbindung gekommen sind. Und ich als Kind auch schon immer wie so eine kleine Lichtkugel in mir hatte. Ich wusste, das ist meine Heimat. Aber das war für mich nicht real, weil im Außen war was anderes. Ja, aber ich hatte das schon in mir getragen, ohne zu wissen, was ich da in mir trage. Naja, und dadurch war das schon in dieser Inkarnation angelegt, dass das jetzt passiert. Ne? Dieses Channeln von dem Wissen oder diese Verbindung mit ihm und mir. Und wir haben auch jetzt Atlantis zum Beispiel, habe ich viele Bilder bekommen, auch schon als ich 20 war, habe ich schon Bilder gehabt. Da war auch diese Verbindung von ihm und mir, ne? Oder der Gruppe und mir, wo ich als Tor diene. Also es ist ein Dien. Ich stelle mein System zur Verfügung, damit das Wissen, die Energien halt in diesem materiellen Raum können. Ja, das ist das Medium, oder? Ja. Genau, ja. Dass eine Botschaft durch dich dann zu uns kommt. Oder? Ja, so in diesem Raum halt. Ja. Und das, also zu mir ja auch in dem Moment, ja, weißt du, ich bin ja auch in diesem Raum. Also es ist ja auch zu mir, ne? Und wir sind ja ein Wir. Wir sind auch ein Wir. Ja, genau. Ne, und das ist praktisch also eine Energie außerhalb des eigenen Systems ist. Also wir können ja auch channeln, wir können ja auch unsere Seele channeln oder unsere eigenen Anteile channeln. Das ist auch channeln, ist letztendlich, wir öffnen uns im Herzportal, sodass Informationen durch uns in diesen Raum kommen. So, und es gibt channeln aus dem eigenen System und es gibt channeln außerhalb des eigenen Systems, wo es halt Räume sind oder Wesenheiten, die ein eigenes Energiefeld haben. Und da ist dann diese Login. Dann ist da ein Login, damit diese Räume sich miteinander verbinden können über die Herztore. Das sind immer die Herzportale. Ja. Das ist so die Wichtigkeit des Herzens, gell? Ja. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt reinpasst, aber ich hatte vorhin noch eine Frage, als du erzählt hast vom Potenzial. Du begleitest auch noch Menschen immer noch im Einzelnen? Nicht mehr, gell? Aber du hast das ja gemacht. Genau, Einzelsitzungen eigentlich. Und wie war das, wenn du erlebt hast, dass Menschen in ihr Potenzial kommen? Es ist total spannend. Salvador hat immer einen Fokus gesetzt auf Felder, die vor dem Herzportal noch liegen. Also weil unser Ursprungszustand, unser Naturell ist, dass wir im Fluss unseres Potenzials sind. Also das ist unser Geburtsrecht oder unser Naturell, dass das fließt durch uns. Ja. Das heißt, es geht darum zu gucken, okay, was von uns ist noch in einem Schutz, in einem Kampf hier in diesem Raum und hält uns davon ab, das zu empfangen, was eigentlich die ganze Zeit kommen möchte. Und das passiert dann einfach. Eigentlich ist es einfach. Und diese Mauern fallen lassen sozusagen, in diese Hingabe gehen, da ist er reingegangen. Und da, da ist ganz viel dann passiert. Also dass diese, er sagt immer, dieses unangebundene Bewusstsein, dieser Raum hier, das sind blockierte Energien, die fließen nicht.
und die in Schwingung zu bringen, dann beginnt es zu fließen und dann kommt unser Naturell, also die fließenden Energien, die dann durch unser System kommen, ja, und dadurch wird unser Potenzial freigelegt. Ja. So, damit wir schön im Fließen, im Fluss sind, es braucht Vertrauen, oder? Ja. Ja. Wir sind ja gerne hier aufgrund dieser, Illusion, ja, wir sind ja hier in der Illusion. Mhm. Das ist ja, wir sind ja hier blind, wir sind ja orientierungslos. Wir glauben, das hier ist jetzt die Realität, diese Materie ist jetzt Realität. Und aufgrund dessen sind wir im Lebenskampf, weil wir glauben, wir müssen uns hier irgendwie halten, ne, dafür sorgen, dass wir existieren können. Mhm. Und dass immer mehr Vertrauen und immer mehr in die Hingabe gehen, bedeutet ja, wir öffnen uns innerlich immer mehr, werden weicher und vertrauen, dass wir gehalten und geführt sind. Mhm. Und dann können wir auch solche Erfahrungen anfangen zu machen. Mhm. Ja, und es ist aber immer, ne, wie du sagst, das braucht dann Vertrauen und Mut, diese ersten kleinen Schritte dann auch wirklich zu gehen und sich zu entscheiden, jetzt gehe ich mal einen anderen Weg, jetzt probiere ich mal was anderes aus. Mhm. Und dann kommt die Angst und die sagt, oh mein Gott, das ist jetzt aber gefährlich, ne? Das ist aber unser Menschsein, das ist das Erwachen, wo wir ja alle arbeiten oder innerlich im Prozess sind. Ne? Ja, ich merke, dass ich immer wieder stolpere darüber, über das Erfassen wollen mit meinem Denken, was du sagst. Oder dann versuche ich das irgendwie einzuordnen und ich strauchle darüber, merke ich. Ja, mit einem praktisches Beispiel, meinst du? Oder was meinst du? Ja, einfach, wenn du so erzählst, auch mit den Dimensionen und mit diesem Herzraum und dem Raum vor dem Herz. Und ich merke immer noch, wie ich so am Denken hafte und das versuche in meiner Struktur einzubauen. und vielleicht ist das auch noch ein Rest, der sich daran festhält. Ich kann es noch im Beispiel sagen, vielleicht wird es dann pragmatischer. Ja, gerne. Ich sage gleich ein Beispiel von einer Frau. Aber wir identifizieren uns ja mit Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, in unserem Leben. Ne, sagen so, das bin ich. Ja? Ja. Jetzt nehmen wir eine Frau, die hat als Kind erfahren, dass ihr Vater keine Wertschätzung ihr gegenüber geäußert hat, der ein verschlossenes Herz hatte, der ihr nicht zeigen konnte, dass er sie liebt. Das heißt, sie hat eine Erfahrung, wo sie noch glaubt, nicht zu genügen. Ja, sie identifiziert sich mit diesem Raum der Erfahrung, ich reiche nicht aus, so wie ich bin. Ja. Ich muss was dafür tun, dass man mich mag, dass ich geliebt bin. So, das ist jetzt, wenn wir jetzt in Raum denken, ein Raum, ein Energienetz, ein Feld, in dem diese Informationen schwingen. Ja, also die Information schwingt, ich bin es nicht wert, ich bin nicht geliebt, ich muss was dafür tun, ein Glaubenssatz hält diese Räume offen. Ja, also ich muss was tun, damit ich geliebt bin. Sagen wir mal, nehmen wir das mal als Glaubenssatz. Dieses Energiefeld ist bei ihr noch eine Realität, mit der sie sich identifiziert. Ja. Und dieses Feld ist in ihrem System. Das ist ein Raum, der noch, jetzt in diesem Bild zu bleiben, über ihrem Herzraum noch liegt, als Energiefeld, hält. Da fließt nichts. Das ist ein Glaubenssatz, der diese Realität bindet. Ja. Der bleibt. So, jetzt ist sie in einer Ehe. Sie ist eine erwachsene Frau in einer Ehe. Sie hat sich jetzt in dieser Realität, in diesem Energiefeld, einen Mann ausgesucht, der ihr genau diese Realität spiegelt natürlich. Ja. Er ist selber etwas verschlossen, zurückhaltend, kann seine Emotionen nicht ausdrücken. Das heißt, sie kriegt die gleiche Erfahrung, diese Realität gespiegelt und kommt in Aktion. Das heißt, sie glaubt in dieser Ehe, sie muss etwas tun, sie muss ihn umtüddeln, keine Ahnung, ja, sie muss ihm den Haushalt machen, sie muss kochen, sie kommt weg von sich selbst. Sie ist damit beschäftigt, ihrem Mann zur Verfügung zu stehen, damit sie diesen Mangelraum immer wieder ausgleichen kann. Ja. So, das ist jetzt ein Raum, der den Herzraum blockiert, weil sie die ganze Zeit mit dem Fokus im Außen ist und nicht bei sich selbst. Die neue Handlung wäre, diesen Mut aufbringen, das Vertrauen finden, wäre zu sagen, okay, ich erkenne, ich habe hier ein Energiefeld aus meiner Vergangenheit, was ich wiederhole, immer wieder wiederhole in meiner Handlung. Ich traue mich jetzt mal, dieses Energiefeld, diesen Raum zu verlassen und gehe mal jetzt in eine Entscheidung, dass ich mir selber es wert bin, dass ich für mich Liebe empfinde.
und ich mir das schenke, dann kommt eine andere Handlung hier rein. Sie wird anfangen, sie fängt an mit Yoga, ja? Ernährt sich gut, sorgt für sich, schläft genug, kümmert sich um sich selbst. Ihr Fokus dreht sich weg von dem Mann zu sich selbst. Das heißt, sie ändert eine Energiedynamik. In dem Moment wird dieser Raum, diese Realität, die sie vorher gelebt hat, rutscht zur Seite, weil sie nicht mehr sich damit identifiziert in ihrem Sein. Dann rutscht dieser Raum zur Seite und ihr Herzraum wird frei. Er öffnet sich in dem Moment. Und dann fängt sie an, in Begegnung zu kommen mit ihrem eigenen Sein, mit ihrer Essenz. Ja, dann fangen Bewusstseinsprozesse an und. Also das jetzt als Beispiel für, was diese Räume oder diese Energiefelder mit uns machen. Ja, das ist ein ganz tolles Beispiel. Für mich, das macht so anschaulich, du hast für mich jetzt noch eine weitere Dimension hinzugefügt. Also das mit den Glaubenssätzen, das kenne ich. So, aber die Dimension mit den Räumen und mit der Realität, das war, das ist wie eine neue Erkenntnis jetzt für mich. Und das ist der Sprung von der 3D in die 5D. Zu erkennen, dass wir im Jetzt, immer im Jetzt, im Jetzt erschaffen wir uns durch unseren Fokus, durch unsere Entscheidung, die Realität. Und wenn wir in der Linie bleiben, erschaffen wir uns jetzt immer Realitäten, die aus der Linie kommen. Das heißt, ich schaffe mir jetzt eine Realität mit Räumen aus der Vergangenheit, wo ich noch identifiziert bin, wo ich noch meine Glaubenssätze habe. Dann legen die sich jetzt über mein System. Das ist auch, man kann sich das wirklich bildlich vorstellen. Das ist wie eine Kugel, ja, ein Feld, ein Raum, der um mich herum sofort aufgeht. Und wenn ich in diesem Raum bin, fließen die Informationen aus diesem Raum. Das sind die Gefühle, wir nehmen jetzt mal die Frau, das sind die Gefühle, die sie früher hatte, die Traurigkeit. Ich kann machen, was ich will, er liebt mich nicht, er beachtet mich nicht. Vielleicht manchmal Wut, jetzt strenge ich mich schon so an. Also alle Gefühle sind da drin, es sind alle Gedanken da drin, aus diesem alten Raum. Also diese Felder, diese Realitäten bestehen immer aus Gefühlen, Gedanken und Körpersymptomen. Und die drei Aspekte gehören immer in einen Raum zusammen. Das ist wie ein Paket, was man schnürt. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich möchte einen alten Raum von mir, wo ich merke, oh, der hat sich wieder als Realität um mich aufgebaut, ich sitze wieder mitten da drin in diesem Raum, ja? Dann kann ich Ausschau halten. Welche Gefühle gehören da rein? Welche Gedanken gehören da rein und welche Körpersymptome gehören da rein? Dann sammle ich diesen Raum, diese Information und durch den wertfreien Beobachter rutscht dieser Raum zur Seite und mein Herzraum geht auf. Und aus dem Herzraum fängt dieser Raum, der aus der Zeit kommt, fängt an zu fließen. Und alles, was anfängt zu fließen, geht in den Wandel. Da muss ich noch nicht mal was für tun. Ja, und dann geht unser Herz auf, dann ist unsere Seele in Verbindung, dann kriegen wir Geistesblitze, Ideen, Inspiration auf einmal, andere Menschen begegnen uns plötzlich, Möglichkeiten gehen auf, ja, also eine andere Dynamik entsteht. Ja. Und das ist der Zauber und das ist das Herzportal. So schön, so schön. Ich bin fasziniert von diesen Erklärungen, wie es gelingt, diesen Raum, und beobachten, du hast jetzt gesagt, beobachten, das ist etwas ganz Wichtiges. Der wertfreie Beobachter. Ja, ja. Genau. Was sagt der wertfreie Beobachter? Gar nichts. Der ist still. Der ist still. Ja. Ja, der betrachtet. Und durch dieses wertfreie Betrachten, das ist auch noch ein Schlüssel, lösen wir die Identifikation aus dem Raum. Weißt du? Wenn wir uns identifizieren, dann kann sich dieser Raum nicht verändern, weil wir unser Sein niemals verändern werden, wenn ich mich identifiziere. Aber wenn ich wertfreier Beobachter werde und auf einen Raum gucke, dann darf sich der verändern. Und der wertfreie Beobachter ist schon eine Instanz in unserem Herzraum. Das ist schon eine Instanz im Herzraum, weil im Herzraum darf alles sein. Wir sind wertfrei im Herzraum. Und dann fängt es an zu fließen. Dann sind wir auch aus dem Kampf raus. Ja, ne? Ist der wertfrei, mir fällt noch der Analytiker ein. Ist das dasselbe, der wertfreie Beobachter und der Analytiker? Das ist eine interessante Frage.
Naja, also der Analytiker kann ja auch zur Blockade werden. Ne? Ja. Wenn er zu sehr im Verstand analysiert, dann kann er festhalten. Also dann kann auch sein, dass das Fließen endet, weil er noch was halten will, kontrollieren will. Aber ich glaube, wenn der Analytiker im Fließen bleibt, dann kann er natürlich bestimmte Kombinationen auf einmal verstehen. Und durch das Verstehen und wertfrei Beobachten kann das abgeschlossen werden. Ich glaube, das ist nochmal ein Potenzial auch vom Analytiker. Ne? Jeder Anteil hat ja immer ein Potenzial und einen Blockadeanteil. Ja, ne? Genau. Ist ja immer beides. Ja, genau. Schön. Ich habe eine Frage zu Salvador. Du hast jetzt gesagt, es gab einen ersten Moment, wo er erschienen ist oder wo er sich dir vorgestellt hat. Warst du erstaunt oder erschrocken? Oder wie war das? Es ist komisch, weil es kam mir total vertraut vor. Also es war wie, ja, das kenne ich und doch kenne ich es nicht, weil es in der Form in meinem Leben jetzt noch nicht passiert ist. Es war irgendwie beides. Ich glaube, es ist so, wie wenn, auch Feedback jetzt von ohne Worte, Menschen sagen, ich lese es das erste Mal und doch habe ich es schon gewusst. Es ist wie eine Erinnerung im Inneren, weißt du, wie so ein, ich habe es innerlich schon immer getragen, ich habe es hier schon immer gespürt und jetzt sehe ich es im äußeren Raum einfach nochmal. So kann ich es beschreiben. Ja. Es ist wie ein Erinnern von etwas, was ohne Worte schon im Untergrund die ganze Zeit war. Also es hat nicht erstaunt irgendwie? Nee, irgendwie nicht. Und gleichzeitig doch. Also ich sage immer, ich fühle mich als Zeuge eines Wunders, weil ich was geschrieben habe, was ich nicht weiß. Und wenn das so ist, dann ist es der Beweis. Also was heißt, wir suchen ja oft nach Beweisen, aber dieses, dann ist die geistige Welt. Ja. Weil dieses... eine kleine lustige Geschichte. Ja, gern. Als ich von dieser einen Woche nach Hause kam, mit diesem, wusste ich noch nicht, aber jetzt ja das zweite Kapitel von dem Buch, habe ich das meiner Freundin erzählt. Habe gesagt, du musst dir das mal durchlesen. Ich komme nicht klar, ne? Das ist das, was hier passiert ist. Und sie hat es durchgelesen und hat sie gesagt, weißt du, Christiane, eins muss ich dir sagen, das ist nicht von dir, das ist das, weil so schlau bist du nicht. Ja, es stimmt. Es hat so eine Komplexität und es ist so eine Genialität da drin. Das ist nicht von mir. Dein Potenzial sich entfalten. Ja. So schön. Ja, weil ich habe dann gedacht, denkst du ihm erst, ich habe gedacht, wieso Salvador, dieser Name, weißt du, aber das ist ja auch wieder so rational, das ist so das Denken, das dann das denkt, wenn ich zum ersten Mal, als ich dich gesehen habe im YouTube beim Channel, dann dachte ich, Salvador, wieso Salvador, aber das ist ja nicht wichtig. Ich habe auch gedacht, wieso Salvador, bis dann irgendwann, ich weiß nicht, ich glaube Monate später hat mir irgendjemand geschrieben und meinte so, ja, weißt du eigentlich, was Salvador heißt, übersetzt? Das war mir auch nicht klar. Der Salvator. Ja, es ist der Retter. Ja, das war mir überhaupt nicht bewusst. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Ja, ich hatte nie Latein. Also ich hatte keine Ahnung, was das heißt. Und da dachte ich, oh, ist ja interessant. Das ist ja interessant jetzt, ne? Ja. Schön. Ich habe noch ein drittes Buch. Ich nehme das jetzt auch noch. Das dritte. Ich finde den Namen schon so schön. Mosaphir, die Reise zu deinem inneren Licht, eine lebensverändernde Erzählung. Ja? Was ist das für ein schönes Buch? Ja, das ist tatsächlich, es ist so auch spannend wieder. Dieses Buch habe ich vor jetzt 20 Jahren angefangen zu schreiben. Also das ist ein Buch, was nicht gechannelt ist, in Anführungszeichen. Ich habe es geschrieben. Spannend ist, dass in diesem Buch eine kleine Elfe zu dem Kinderarzt Vincent kommt und ein spiritueller Lehrer wird und es um dieses Erwachen von Vincent in seinem Leben geht, weil er ein ganz schweres Schicksal hatte. Er hat seine Frau beim Unfall verloren und die kleine Elfe kommt jetzt zu ihm und will ihm beim Erwachen helfen und sagt auch, ja, wir kennen uns auch schon von früher aus Zeiten, Inkarnationen. Das ist die eine Geschichte und darum bildet sich noch die Geschichte, dass die ganze Menschheit gerade in Gefahr ist, weil
die Elfen in der Elfensphäre hüten die Steinenfelder und die Blumenfelder. Jeder Stein ist für das Bewusstsein eines Menschen und eine Blume für die Herzqualität eines Menschen. Mhm. Und die fangen an zu welken und die Steine brechen. Also die Elfen merken, bei den Menschen gerade wird es wirklich dunkel und sie wissen nicht, warum. Mhm. Das ist die andere Geschichte, was da mit der Gemeinschaft der Menschheit passiert und den Elfen. Naja, und so ist das ein Abenteuer, also es ist eine Fantasy-Geschichte. Das Lustige ist, dass ich wirklich im Nachhinein, das Buch war fertig und ich glaube, 3-4 Jahre später ging das mit Salvador los, mit Ohne Worte. Mhm. Und ich habe eigentlich meine eigene Geschichte aufgeschrieben. Mhm. Weil, ja, also wenn man das so sieht, die kleine Elfe ist Salvador, der zu mir kommt und mir Dinge erklärt und so mein eigenes Leben sozusagen ins Erwachen bringt. Mhm. Und er sagt mir, was mit der Menschheit gerade los, was da gerade passiert, welche Dynamiken da sind, was wichtig ist jetzt zu wissen. Ja, also das heißt, dieses Buch ist eigentlich das, was ich habe es geschrieben unbewusst, obwohl ich noch nicht wusste, dass ich gerade meine eigene Geschichte schreibe. Ne? Schön. Ja. Vor 20 Jahren? Mhm. Dann war dir damals schon ziemlich viel bewusst, oder? Unbewusst bewusst. Schön. Jetzt bei deinen Seminaren und Workshops, was ist dir wichtig? Jetzt gerade vielleicht auch, jetzt ist August und 2023, ich bin verwirrt. Du bist aus der Zeit gefallen. Ja, genau, das gibt es ja auch. Ich fühle mich manchmal bei den Interviews, als wäre ich aus der Zeit gefallen. So ist wie die Zeit steht still. Was ist deine Botschaft an deine Teilnehmerinnen und Teilnehmer? Ja, es ist letztendlich zusammengefasst, es ist immer wieder die Erinnerung, wer wir wirklich sind. Mhm. Es ist wirklich, und es ist auch von Salvador, er sagt immer, ich werde nicht müde, es immer wieder zu sagen, wer ihr wirklich seid, dass euer Herzportal, euer Herzraum, der Anker in die geistige Welt, hier ist euer wahres Sein, ja, dieses Öffnen da rein, dieses Erkennen der 5D, also der Raum-in-Raum-Erfahrung, dass das jetzt im Erwachen der absolut springende Punkt ist, weil es darum geht, den Anker aus der Zeit zu ziehen jetzt. Solange der Anker in der Zeit ist, ist dieser Shift nicht machbar. Ja, also, und das ist, ja, da immer wieder ein Fokus, immer wieder Werkzeug schenken, immer wieder die Erinnerung daran, mehr und mehr zu verdeutlichen, erfahrbar machen, was es heißt, in der Raum-in-Raum-Erfahrung zu sein. Ja, was es heißt, Energiefelder zu kreieren, die authentisch sind, um dann das eigene Leben wirklich zu verändern, wirklich zu verändern. Mhm. Das ist so ganz jetzt mal grob der Schwerpunkt. Ich schwanke da immer, den Anker aus der Zeit nehmen und sich in andere Welten begeben und dann fällt mir blitzschnell irgendwie in der anderen Hirnhälfte oder wo auch immer, geht mir durch den Kopf, ja, und dann muss ich trotzdem den Zug erreichen heute Abend und das hat dann mit Zeit zu tun. Ja, ich weiß. Und weißt du, aber es geht genau darum, und das ist auch so ein Irrglaube, es geht nicht darum, den Körper zu verlassen. Es geht nicht darum, diesen Raum zu verlassen. Darum geht es überhaupt gar nicht. Ja? Im Gegenteil. Es geht darum, dass wir hier präsent sind, im Körper, in diesem Raum, und das andere hier reinkommen lassen. Es geht um diese Bewegung. Es geht nicht darum, ich bin jetzt hier und ich ziehe mich raus, sondern es geht darum, ich werde zum Gefäß, ich mache mich auf und es kommt jetzt hier rein. Ah. Das ist eine andere Bewegung. Ja, das stimmt. Mhm. Ja. Ja, weil viele, und das ist ja so verständlicherweise aus unserem Menschsein, es gibt so eine Fluchttendenz in der Spiritualität, ja, dieses boah, ich halte diesen Raum nicht aus, diesen Schmerz, dieses Leid, das ist ja auch, wird ja auch immer deutlicher alles, ja. Und dann so eine Fluchttendenz entsteht, okay, dann gehe ich halt in die geistige Welt, dann gehe ich halt in die anderen Räume rein, ne? Diese Bewegung raus, weil man es hier nicht aushält. Mhm. Salvador sagt, im Erwachen befähigen wir uns, immer mehr Schmerz halten zu können. Mhm. Wir befähigen uns, weil wir die anderen Räume wahrnehmen, befähigen wir uns, den Raum hier zu halten mit all diesen Energien. Und dann, erst dann, können wir sie verändern. Mhm. Ein schönes Bild, auch das finde ich auch wirklich genial. Er sagt, wenn ihr einen dunklen Raum habt, ja, also hier unser materieller Raum ist der dunkle Raum. Ja, wir sind hier im dunklen Raum. Mhm. Wenn ihr einen dunklen Raum habt und ihr steht vor dem dunklen Raum und haltet eine Taschenlampe auf die Tür, es wird da drin nicht hell. Mhm. Ihr müsst in den Raum reingehen.
und die Taschenlampe anmachen. Mhm. Und dann wird es dort hell. Mhm. Aber das heißt, dass wir Menschen uns befähigen, in diese Räume reinzugehen. Mhm. Und nicht, ich gehe jetzt mal eben in die geistige Welt und bleib da mal innerlich. Ne? Mhm. Dann können wir hier nichts verändern. Mhm. Wir können hier nur verändern, wenn wir sagen, okay, ich gehe so in Verbindung in meinem Herzraum mit den anderen hellen Räumen, dass ich dadurch in diesen dunklen Räumen standhalten kann. Und das sind diese Lichtsäulen, die wir jetzt brauchen. Ja, dieses Licht in den dunklen Räumen, das halten können, im wertfreien Beobachter, ohne sich zu identifizieren. Weil wenn ich mich jetzt mit einem dunklen Raum identifiziere, erstens kann ich nichts verändern und ich falle voll in Dunkelheit. Mhm. Da verliere ich meine Schöpferkraft. Mhm. Wenn ich den Anker rausziehe und sage, okay, ich bin im wertfreien Beobachter in meinem Herzen, habe mein Licht an und kann dann in einen Schmerzraum reingehen, ja, kann mich da reinsetzen, dann verändere ich was. Ja. Es ist aber dieses, es geht darum, in die Materie jetzt zu gehen. Schön. Du hast es jetzt geschafft, dass ich da, oder wir alle, ich habe immer wieder Gänsehaut gekriegt, ein wenig bei dem, was du gesagt hast. Sehr schön. Ich erlebe das so, dass du viel gibst. Ja, auch an den Seminaren. Ich habe mich dann gefragt, was nimmst du für dich raus aus deiner Arbeit? Weißt du, und das ist eine spannende Frage jetzt auch wieder. Der springende Punkt, wenn wir unser authentisches Sein manifestieren, dann bringen wir uns selbst in den Ausdruck. Mhm. In dem Moment sind wir vollkommen mit Energie versorgt, weil wir in Anbindung sind mit unserem authentischen Raum. Mhm. Das heißt, solange wir in Verbindung sind mit unserem authentischen Sein, dienen wir. Jeder kann sich von dieser Energie nehmen, was er braucht. Aber es ist kein Geben. Verstehst du? Ja. Weil es ja anders ausgedrückt. Ich lebe das für mich. Mhm. Wenn man es jetzt mal ganz platt sagt. Ja. Deswegen ist es nicht, ich bin jetzt für euch alle da. Ja. Weil dann werde ich leer. Aber wenn es ist, ich lebe das, weil das mein Ausdruck ist, ich lebe das, damit ich erwache, weil es meine Erfahrung gerade ist, dann bleibe ich voll. Also dann bist du so in der Fülle. Ja. Ja. Dann werde ich auch nicht leer, weil ich lebe das ja, weil ich es lebe, weißt du? Und weil es, das ist auch super wichtig, auch immer dieses auf Augenhöhe bleiben, ne? Weil ich lebe das, ich mache diese Erfahrung, weil ich dadurch wachse. Das ist mein Erwachensprozess. Das ist meine Erfahrung, die ich brauche, um vollständig zu werden. Und deswegen tue ich es jetzt wieder platt für mich. Das ist mein Bewusstseinsweg. Weißt du, und dadurch ist es auch nicht dieses drüber drunter, dieses, ich mache das jetzt für andere. Nein, das ist Quatsch. Ich mache das für mich, ist mein Bewusstseinsweg. Und nur weil ich den gehe, kann ich jetzt wachsen in den Schritten, die ich gerade brauche. Ja. Und jemand anders lebt es anders. Weißt du, andere brauchen einen anderen Weg, um ihren Wachstum fort da zu gehen. Und das kann man überhaupt nicht vergleichen. Ja. Das ist auch nicht von der Wertigkeit zu vergleichen in irgendeiner Weise. Es ist beides gleichwertig. Ja. Jeder geht so seinen Weg, den er da gerade braucht. Ne? Genau. Schön. Ich habe noch so eine Schlussfrage zum Abrunden und so nach vorne geblickt. Worauf freust du dich? Es ist tatsächlich, dass ich immer mehr mich freue für das, was jetzt gerade ist. Ich kann es ja nicht anders sagen. Also es ist auch, ich merke immer mehr, dass nichts zu planen ist. Es ist nichts zu planen, weil ich eh nicht weiß, was dann wieder kommt. Also weißt du, es ist so, ich freue mich jetzt hier mit dir zu sein, weil es total schön ist und weil es total Spaß macht und da freue ich mich. Ja. Schön. Ich spüre das ja auch bei dir und ich finde, das ist so eine schöne Schwingung, die darüber kommt, weil ich genau das merke, dass du so in der Fülle bist und das mit uns teilst, oder? Kann man das so sagen? Sehr schön. Ja, ich danke dir ganz herzlich, Christiane, für dieses schöne Gespräch. Es war bewusstseinserweiternd. Ja, wirklich sehr, sehr schön, mit dir zu sprechen, dir Fragen stellen zu können. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich freue mich auf den Vortrag mit dir. Ja.
Danke, danke dir. Gut. Ja, ich bin etwas sprachlos. Ich bin eben jetzt so ohne Worte. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich habe mich sehr gefreut, mit Christiane zu sprechen. Ich hoffe, es war für euch auch interessant zuzuschauen. Ich freue mich, euch das nächste Mal begrüßen zu dürfen bei Quelle TV.